Vom Tellerwäscher zum Millionär. Zur Flucht vor westlichen Sanktionen. Wie Roman Abramowitsch von einem mittellosen Waisenkind zu einem milliardenschweren Oligarchen wurde, der Putin als Präsidenten empfahl. Roman Abramowitsch hat gestern sensationell bestätigt, dass sein geliebter Chelsea-Fußballverein zum Verkauf steht. Es kam, als Großbritannien und andere Länder nach dem Einmarsch in die Ukraine Razzien gegen russische Oligarchen ankündigten. Der Geschäftsmann, 55, hatte einen bemerkenswerten Aufstieg, um seine Milliarden zu verdienen, nachdem er mittellos in Saratow geboren wurde. Seine beiden Eltern starben, als er jung war, also lebte er schon in jungen Jahren bei anderen Verwandten in der Nähe von Moskau. Er fing an, Geld zu verdienen, indem er Plastikpuppen an einem Marktstand auspeitschte, nachdem er zwei Colleges abgebrochen hatte. Sein erster Versuch, ernsthaft Geld zu verdienen, kam während der sowjetischen Perestroika, was Offenheit bedeutet, Reformen. Danach kam er mit russischen Schlüsselfiguren in Kontakt und wurde schließlich Berater von Putin. In Großbritannien ist er vor allem als geheimnisvoller Besitzer von Chelsea FC bekannt, der die Stunden damit verbrachte, seine Superstars an der Stamford Bridge anzufeuern. Aber Roman Abramowitsch, der gestern sensationell bestätigte, dass sein geliebter Fußballverein zum Verkauf steht, hat eine bewegte Geschichte als russischer Oligarch und mutmaßlicher Kumpel von Präsident Wladimir Putin, der letzte Woche eine brutale Invasion in der Ukraine startete, die bisher Tausende getötet hat. Der Milliardär war in den letzten 20 Jahren in Gerichtsstreitigkeiten verwickelt, darunter Vorwürfe der Erpressung. Ein Londoner Gericht wies den Fall gegen ihn 2012 ab. Bestechung. Er gab zu, 2008 Milliarden für politische Gefälligkeiten gezahlt zu haben, und unbewiesene Anschuldigungen wegen Kreditbetrugs. Jetzt gehört sein Name zu denen, zu deren Sanktionierung die britische Regierung aufgefordert wird. Er wurde auch über seine Verbindungen zum russischen Präsidenten befragt, wobei er letztes Jahr vor Gericht bestritt, Putins Kassierer im Westen gewesen zu sein, wird aber immer noch als einer seiner Ermöglicher angesehen. Er soll der Erste gewesen sein, der Boris Jelzin Putin als Präsident empfohlen hat, bevor Putin im Jahr 2000 sein Amt antrat. Bis vor kurzem hatte er sein äußerst privilegiertes Leben größtenteils in Frieden gelebt, entweder an Bord seiner Superjachten, in seinen Villen oder in einem der Privatjets, die sein 8,4 Milliarden Pfund Imperium ausmachen. Er hat auch Zeit gefunden, eine große Familie zu gründen, darunter 7 Kinder, Ilja, Arina, Sophia, Arkadi, Anna, Aaron und Lea, von 2 seiner 3 Ex-Frauen. Aber jetzt befindet er sich in einem Durcheinander, um Vermögenswerte zu verkaufen, bevor sie eingefroren werden, nachdem Putin in die Ukraine einmarschiert ist, was schnell bisher unbeachtete Forderungen nach Abramowitschs Sanktionen und der Entziehung seiner Westlondoner Fußballmannschaft nach sich zog. Der 55-jährige Geschäftsmann hatte einen bemerkenswerten Aufstieg, um seine Milliarden zu verdienen, nachdem er mittellos in Saratow im Südwesten Russlands geboren wurde. Seine beiden Eltern starben, als er jung war, und er wurde stattdessen ab seinem 4. Lebensjahr von seinen Großeltern in Komi, Sibirien, aufgezogen. Seine beiden Großeltern Vassili und Faina stammten aus der Ukraine und flohen während des Krieges. Seine Mutter Irina starb kurz nach der Geburt von Abramowitsch im Alter von 28 Jahren an einer tödlichen Blutvergiftung, nachdem sie erneut schwanger geworden war. Sein Vater Arkadi stürzte sich in die Arbeit, und sein kleiner Sohn lebte bei seinen Großeltern. Aber im Mai 1969 wurde Arkadi auf einer Baustelle von einem Kran zerquetscht. Beide Beine wurden schwer verletzt und er starb wenige Tage nach dem Unfall. Bald darauf zog Abramowitsch zu seinem Onkel, 200 Meilen von Moskau entfernt.
Trotz seines frühen Verlusts hatte der Milliardär, der Jude ist und die russische, israelische und portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, in der Vergangenheit keine Beschwerden über seine Kindheit, wenn er darüber sprach. In deiner Kindheit kann man das nicht vergleichen. Einer isst Karotten, einer isst Bonbons, beides schmeckt gut. Als Kind kann man das nicht unterscheiden, sagte er einmal. In Großbritannien ist er vor allem als geheimnisvoller Besitzer von Chelsea FC bekannt, der die Stunden damit verbrachte, seine Superstars an der Stamford Bridge anzufeuern. Aber Roman Abramowitsch, der gestern sensationell bestätigte, dass sein geliebter Fußballverein zum Verkauf steht, hat eine bewegte Geschichte als russischer Oligarch und mutmaßlicher Kumpel von Präsident Wladimir Putin, gemeinsam abgebildet im Jahr 2016. Abramowitsch fing an, Geld zu verdienen, indem er Plastikpuppen an einem Marktstand auspeitschte, nachdem er Ende der 1980er Jahre zwei Colleges verlassen hatte. Laut einer Biografie von Roman Abramowitsch, The Billionaire, beschäftigt er immer noch eine Frau, die damals für ihn gearbeitet hat. Er verkaufte Gummienten aus seiner Moskauer Wohnung. 1987, nachdem Abramowitsch kurz in der sowjetischen Armee diente, schenkten die Eltern seiner ersten Frau Olga Lisowa dem Russen 2000 Rubel als Hochzeitsgeschenk. Dadurch konnte er die Produktpalette, die er verkaufte, auf Deodorants und Parfums erweitern. Sein erster Versuch, ernsthaft Geld zu verdienen, kam während der Reformen der Perestroika, was Offenheit bedeutet, als die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow begann, sich aufzulösen. Die Änderungen lockerten den Griff des Regimes auf Unternehmen, was bedeutete, dass Oligarchen aufsteigen konnten, indem sie ihre Firmen legalisierten und staatseigene Unternehmen aufkauften. Abramowitsch wurde beschuldigt, mit rücksichtsloser Entschlossenheit einer der reichsten Männer der Welt zu werden, bevor er 40 Jahre alt war. Er wurde 1992 festgenommen, nachdem er angeblich gefälschte Dokumente verwendet hatte, um 55 Tankwagen mit Diesel zu beschaffen, bevor die Anklage fallen gelassen wurde. Über den Vorfall im Jahr 2011 sagte er: "Ich habe niemals irgendwelche Dokumente gefälscht. Keiner der mir nahestehenden Personen hat jemals ein Dokument gefälscht." Er fügte hinzu: "Wenn die Rückdatierung von Dokumenten nicht sehr ethisch ist, dann könnte man uns das vielleicht vorwerfen. Diese Praxis gab es in Russland, und wir müssen es mit Sicherheit getan haben. Im Verlauf dieses Falls sagen wir, dass bestimmte Dokumente 2 Tage früher unterzeichnet wurden, oder nicht." Sein Vermögen boomte, als er sich mit Boris Berezovsky zusammenschloss, der die nationale Autohandelsfirma Lada leitete, aber auch Präsident Boris Jelzin nahestand. Es verschaffte dem aufstrebenden Geschäftsmann den Schlüsselzugang, der im postsowjetischen Russland für riesige Summen ausschlaggebend war, und er lebte sogar in einer Wohnung im Kreml. Abramowitsch soll sogar der Mann gewesen sein, der Jelzin erstmals Wladimir Putin als seinen Nachfolger als russischen Präsidenten empfohlen hat. Als Putin 1999 zum ersten Mal sein Kabinett als Premierminister bildete, interviewte Abramowitsch alle Kandidaten, bevor sie ihre Zustimmung erhielten. In den folgenden Jahren blieb er einer von Putins engsten Verbündeten, und 2007 beriet sich Putin mit Abramowitsch darüber, wer sein eigener Nachfolger werden sollte. Dmitri Medwedjew, der von 2008 bis 2012 als Präsident fungierte, bevor Putin in die Rolle zurückkehrte, wurde ebenfalls persönlich von Abramowitsch empfohlen. Als die Industrie der UdSSR an der Spitze zerstückelt wurde, war Abramowitsch dabei, um seine ersten paar Milliarden zu verdienen, hauptsächlich durch den Kauf des Ölkonzerns Sibneft. Berezovsky und Abramowitsch kauften das Unternehmen für nur 100 Millionen Pfund unter Verwendung des umstrittenen Darlehens für Aktienprogramms,
als es auf rund 600 Millionen Pfund geschätzt wurde. Es waren die Startlöcher für den riesigen Reichtum des Tycoons, der aus dem Verkauf von Siebneft rund 1,8 Milliarden Pfund zurückerhielt. Der Großteil von Abramowitschs britischem Vermögen befindet sich in Evraz, einem an der Londoner Börse notierten Stahl- und Bergbaugiganten, dessen größter Anteilseigner er ist. Abgesehen von der Wirtschaft war Abramowitsch auch in der Politik tätig und wurde im Jahr 2000 Gouverneur der fernöstlichen Region Tschukotka, nachdem er 92% der Stimmen gewonnen hatte, und pumpte 180 Millionen Pfund hinein. Er kam zum ersten Mal auf das Radar gewöhnlicher Briten, als er 2003 den Chelsea Football Club kaufte und genug Geld auf den Tisch legte, um ihnen zu helfen, sich zu behaupten. Er verwandelte das Team mit Hilfe von José Mourinho und großen Neuverpflichtungen wie Didier Drogba von externen Herausforderern zu einem Giganten der Premier League. Obwohl er sehr verschwiegen ist und ein Leben außerhalb des Rampenlichts bevorzugt, hat der Milliardär immer noch einen glitzernden Lebensstil mit Superjachten und Privatflugzeugen in Hülle und Fülle geführt. Seine beiden Jets, die zwei Piloten haben, die Berichten zufolge 160.000 Pfund pro Jahr verdienen, sind im Inneren mit einem Arbeitszimmer und angeblich einem Schlafzimmer mit einem Spiegel an der Decke personalisiert. Auf die Frage, ob der Spiegel ihm geholfen habe, sein Sexualleben zu verbessern, antwortete Abramowitsch: "Nein, aber er erlaubt mir, mich im Bett zu rasieren." Außerdem hatte er 3 Eurocopter-Hubschrauber, 2 davon in England stationiert, was bedeutete, dass er Staus in London vermeiden konnte. Berichten zufolge erhielten die Hubschrauberpiloten außerdem rund 90.000 Pfund pro Jahr. Der Milliardär soll weniger verkehrsbegeistert sein, verfügte aber dennoch über eine Reihe atemberaubender Autos, darunter einen Ferrari, 2 Maybach-Limousinen, einen Porsche und einen Rolls-Royce. Inzwischen war auch sein Immobilienportfolio umfangreich und expansiv. In London baute er ein 5-stöckiges Stadthaus in Belgravia, in dem er 6 Wohnungen in eine umbaute, wodurch das Haus einen Wert von rund 150 Millionen Pfund erhielt. Es gab ein 35 Millionen Pfund Haus in St. Tropez, Südfrankreich, und er besitzt auch Häuser in Russland, Sardinien, Frankreich, Westindien und den USA. Abramowitsch verlor während seiner Scheidung 2007 von seiner zweiten Frau Irina, mit der er 5 Kinder hat, eine Reihe von Immobilien. Sie kaufte ein 30 Millionen Pfund Haus an der Riviera namens Château de la Croix, sowie ein Anwesen in Sussex namens Fünning Hill, das Abramowitsch für 18 Millionen Pfund gekauft hatte. Ihr erging es besser als seiner ersten Frau Olga, die er heiratete, als er noch ein mittelloser Student in der Sowjetunion war. Als der damals 20-jährige Abramowitsch Olga, eine 23-jährige Tochter eines hochrangigen Regierungsdiplomaten, 1987 in einem überfüllten Restaurant in Uchta in der russischen Republik Komi entdeckte, war er schüchtern. Aus Angst, Olga würde ihn abweisen, schickte er einen Freund zu ihm, um den Geologiestudenten zum Tanzen aufzufordern. Sie heirateten später und teilten sich eine Einzimmerwohnung in einem Hochhaus mit Olgas Tochter Nastja, aus einer früheren Beziehung. Aber als Olgas Ehe mit Abramowitsch 1989 endete, während er viele Stunden arbeitete, um sein Vermögen zu verdienen, gab er ihr nur genug Geld, um davon 2 Jahre zu leben. Er mietete für sie eine weitere Wohnung weiter außerhalb von Moskau, aber nach der Übereinkunft würden sie und ihre Tochter später wieder in die Wohnung am Zwetnoi-Boulevard ziehen, weil Olga wollte, dass Nastja eine bessere Schule in der Nähe besuchte. Abramowitsch schloss sich bald mit Irina zusammen, einer in London ansässigen ehemaligen Aeroflot-Stewardess, die den russischen Tycoon 1991 heiratete, als die UdSSR zusammenbrach.
Die damalige Frau Malandina lernte ihn kennen, als die Chelsea-Eigentümerin in einem Aeroflot-Flugzeug reiste, als sie als Flugbegleiterin arbeitete. Ihr Vater war gestorben, als sie 2 Jahre alt war, und sie wuchs in der Sowjetzeit in Armut auf. Während ihrer Ehe wandelte er sich von einer mächtigen, aber zurückgezogenen Figur in Russlands postsowjetischer Achterbahnfahrt und der politischen Welt zu einem im Westen bekannten Namen als Eigentümer des Londoner Fußballclubs. Ihr gemeinsames Leben wurde mit dem Leben in einem goldenen Käfig mit Sicherheitskräften verglichen, die früher für den russischen und britischen Geheimdienst gearbeitet hatten. Sie trennten sich 2007 in gutem Einvernehmen, mit ihrer Scheidungsvereinbarung, die ein streng gehütetes Geheimnis war, aber auf 150 Millionen Pfund geschätzt wurde, und sprachen nicht schlecht voneinander. Abramowitsch heiratete 2008 seine dritte Frau, die Zeitschriftenredakteurin Deschatzukova. Aber sie ließen sich 2017 scheiden und sie ist jetzt mit dem milliardenschweren Schifffahrtsserben Stavros Niarchos zusammen. Desha hatte Sohn Aaron Alexander und Tochter Lea Lou mit ihrem Ex-Mann und sagte, sie seien entschlossen, ihre Kinder gemeinsam großzuziehen. In New York eingereichte Gerichtsdokumente zeigten, dass Abramowitsch und Zukova ihre Scheidung im Jahr 2017 abschlossen und zeigten, dass der Vergleich Eigentum im Wert von über 90 Millionen Pfund für Desha umfasste, einschließlich einer Villa in Manhattan. In jüngerer Zeit war er romantisch mit der Ballerina Diana Vishneva verbunden. Während seiner Ehen musste Abramowitsch auch eine Reihe von Kontroversen abwehren, die ihn zu Fall zu bringen drohten. Im Jahr 2011 hörte der oberste Gerichtshof, dass er den gut vernetzten Oligarchen Boris Berezovsky als seinen politischen Paten benutzt hatte, um ihm bei der Durchführung von Geschäftsabschlüssen in einem Land zu helfen, in dem die Polizei korrupt und die Gerichte anfällig für Manipulationen waren. Das Gericht hörte, dass der Chelsea-Besitzer glaubte, es sei seine moralische Verpflichtung, Herrn Berezovsky 1,3 Milliarden Pfund zu übergeben, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. Er gab seinem ehemaligen Freund das Geld, weil er glaubte, es sei Teil des Ehrenkodex, der die Rechtsstaatlichkeit in Russland nach dem Zusammenbruch des Kommunismus ersetzt hatte, hieß es. Aber Abramowitsch gewann den Fall 2012. Der Richter sagte, der Kläger sei ein unscheinbarer und von Natur aus unzuverlässiger Zeuge, der die Wahrheit als ein vergängliches, flexibles Konzept ansah, das an seine derzeitigen Zwecke angepasst werden könne. Unterdessen wurde er 2008 der Bestechung beschuldigt, wobei Gerichtsakten Berichten zufolge zugab, Milliarden für politische Gefälligkeiten und Schutzgebühren für Anteile an russischen Öl- und Aluminiumvermögenswerten gezahlt zu haben. Es gab auch eine Behauptung in der Schweiz, er habe über eine ehemalige Firma Verbindungen zur Verwendung eines Multimilliardenpfund-Darlehens des IWF als schwarze Kasse. Im Jahr 2005 kündigte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung an, ihn auf 9 Millionen Pfund zu verklagen, aber er sagte, das Darlehen sei bereits zurückgezahlt worden. In jüngerer Zeit wurde Abramowitsch mit umstrittenen israelischen Siedlerorganisationen in Verbindung gebracht. Eine BBC-Untersuchung ergab, dass der Geschäftsmann Unternehmen kontrolliert, die Elat in Jerusalem rund 74 Millionen Pfund gespendet haben. Aber die heutige Debatte darüber, ob der Tycoon sanktioniert werden soll, ist der härteste Druck, dem er ausgesetzt war, als er gestern Abend Chelsea FC an die Treuhänder der gemeinnützigen Stiftung des Clubs übergab. In einer Erklärung, die kurz vor 19 Uhr auf seiner Website veröffentlicht wurde, sagte er, während meiner fast 20-jährigen Eigentümerschaft von Chelsea FC habe ich meine Rolle immer als Hüter des Clubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, sicherzustellen, dass wir so erfolgreich sind wie wir kann heute sein,
sowie für die Zukunft bauen und gleichzeitig eine positive Rolle in unseren Gemeinden spielen. Ich habe Entscheidungen immer im besten Interesse des Clubs getroffen. Diesen Werten bleibe ich verpflichtet. Aus diesem Grund übertrage ich heute den Treuhändern der Wohltätigkeitsstiftung von Chelsea die Verwaltung und Betreuung des FC Chelsea. Er fügte hinzu: Ich glaube, dass sie derzeit in der besten Position sind, um sich um die Interessen des Clubs, der Spieler, des Personals und der Fans zu kümmern. Die Treuhänder der Chelsea Foundations sind Bruce Buck, John Devine, Emma Hayes, Piara Pova, Sepp Coe und Hugh Robertson. Sein Schritt erfolgte, nachdem dem Parlament mitgeteilt wurde, dass er 2019 wegen angeblicher Verbindungen zum russischen Staat und angeblicher Verbindung mit korrupten Aktivitäten und Praktiken als Person von Interesse benannt worden war. Und am Freitagabend wurde behauptet, jeder Versuch, ihn zu sanktionieren, hätte für den Club katastrophal sein können. Die Times berichtete, wenn dies geschehen wäre, hätte es ihn dazu veranlassen können, Chelsea zu bitten, ihm 1,5 Milliarden Pfund zurückzuzahlen, die es ihm schuldet. Kieran Maguire, Dozent für Fußballfinanzen an der Liverpool University, sagte, wenn er das Gefühl hat, zum Sündenbock für Putins Aktivitäten gemacht zu werden, dann versucht er im schlimmsten Fall, den Kredit einzufordern. Dann haben wir eine Krise. Er und Putin könnten argumentieren, dass die britische Regierung den Chelsea Football Club zerstört hat. Es könnte viele falsche Darstellungen und Anschuldigungen von allen Parteien geben, wenn die britische Regierung diesen Weg einschlägt. Aber ich vermute, dass diese Regierung die Fußballfans nicht verärgern will, da wir eine populistische Regierung haben. Ich vermute, dass das Rechtsteam von Chelsea alle Optionen durchgehen würde. Der Milliardär wurde in Papieren genannt, die gestern einem Abgeordneten zugespielt wurden und ihn mit Wladimir Putins Regime und öffentlicher Verbindung mit korrupten Aktivitäten und Praktiken in Verbindung brachten. Die Veröffentlichung des Dokuments des Innenministeriums führte zu Forderungen, ihm das Recht zu entziehen, einen Fußballverein in Großbritannien zu besitzen. Die Downing Street nannte ihn nicht unter denen, die nach Putins Streik gegen Kiew bestraft werden sollten, sondern nannte stattdessen 5 hochrangige, in Russland ansässige Kumpane des Regimes. Aber er ist dennoch von den Turbulenzen auf den globalen Märkten betroffen. Die Aktien der Bergbauunternehmen Evraz und Polymetal International fielen zwischen einem Viertel und einem Drittel. Abramowitsch ist der größte Anteilseigner von Evraz, und seine Aktien fielen an diesem Tag um 30% nach unten, was fast 300 Millionen Pfund von seiner Beteiligung abwischte. Er hat sich in den letzten Tagen erneut auf seine Geschäftstätigkeit konzentriert, hat jedoch stets jegliches Fehlverhalten oder Gründe für eine Sanktionierung bestritten. Der Labour-Abgeordnete Chris Bryant nutzte das parlamentarische Privileg, um ein durchgesickertes Dokument des Innenministeriums im Unterhaus zu veröffentlichen.